Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Kampagnenvideo möchte ich euch zeigen, wie ihr den Waffenschrank bei der Mission Echos des Kalten Krieges öffnen könnt. Und zwar ist das dieser Schrank hier, hierfür braucht ihr einen Schlüssel. Als allererstes tötet einen Soldaten, verschafft euch eine Waffe, so wie ich das jetzt mache. So, da kommt auch schon einer. Dann hebe ich mal seine Shotgun auf. Nachdem ihr die Soldaten getötet habt, folgt einfach dem Weg, Leute. Ich schnapp mir noch eben die Waffe. So, jetzt folgt einfach dem Weg. Immer geradeaus. Da oben sind noch zwei Soldaten, die töten wir auch ganz schnell. Wenn ihr die zwei auch getötet habt, dann folgt einfach weiter dem Weg, bis ihr zu diesem Raum kommt, zu diesem großen Raum mit den vielen Soldaten drinne. Was ihr jetzt machen müsst, ihr tötet erstmal alle Soldaten, die sich da drinnen befinden, weil ihr müsst da durchlaufen. Nachdem ihr alle getötet habt, geht ihr hier hinten in die Ecke in diesen Raum rein und weiter geradeaus in den nächsten Raum. Dort ist noch eine Tür, da geht ihr rein, da habt ihr schon einen orangen Stuhl drinnen und auf diesem Schreibtisch vor dem Stuhl befindet sich der Schlüssel. Wenn ihr nun den Schlüssel habt, könnt ihr zurück zum Waffenschrank und ihn nun öffnen. Hier ist der Erlöser drin, der macht One-Shot der Revolver. Und ja, das war's mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Video.